Sicherheit gefunden. So, ja Leute, wir haben noch keine Zeit. Wir haben noch keine Zeit. Wir müssen noch Gas geben. Moment. Wo ist die Szene? Moment. So. Die Blumen ist am Start. Mein Gott. Die ganzen Katzenhaare. Die muss ich erstmal entstauben. Ist ja der Wahnsinn. Auf jeden Fall, die Blumen ist auch dabei. Und wir zocken heute noch ein bisschen Cuphead. So ist der Plan, Leute. Ja, so stimmt alles. Jetzt geht's schon los hier. Leute, ich bin noch gar nicht richtig da. Die Winnie reißt hier schon wieder alles ab. Jesus Christus, was ist hier los? Was ist denn? Der Danny hat jetzt ein Boogie-Mode und ein vom Simba, von König der Löwen. Jesus, was ist da los? So. Passend zum Raid gibt's die 44 Monate von mir. Punkt. Bitte bringe uns heute nicht wieder alle zum Weinen. Ich will euch nicht, ich hab euch gar nicht zum Weinen gebracht und ich will auch gar nicht. Und ich bring heute mit Sicherheit keinen zum Weinen, weil heute kommen relativ schwierige Errungenschaften, die ich noch ein bisschen farmen möchte. Ich möchte heute auch im Prinzip den letzten Cuphead-Stream machen. Von mir, ne? Klar. Weil es ist schon sehr, sehr viel Cuphead und ich denke mal, die meisten Errungenschaften, die ich noch holen muss, das sind so Sachen, wie jetzt gerade beim Chris gesehen, das Gauntlet, ey, das musst du echt ganz chillig alleine offline machen. Ich glaube, sonst wirst du nämlich komplett wahnsinnig. Also, boah, genau wie im S-Rank, ey, da habe ich noch nicht so wirklich Lust drauf. Also aktuell ist übrigens die Temperatur noch sehr geil. Ich habe hier, Moment, 22,7 Grad. 22,7 jetzt, genau. So. Das ist okay, da kann man mit arbeiten. Oh, 22,8. Es steigt also schon. Ja, du machst einfach die Lampen an, dann hast du die Lampen an. Ist der Wahnsinn. Ja. Ich grüße euch. So, Mr. Maibär war erstmal da. Servus. Dann war der Chris da. Der hat ja gerade auch rüber gehostet. Also ist krass, wie gut der ja die Gauntlet-Sachen schon kann, ne? Also ich... Boah. Das Pferd schon sehen, ne? Da ist schon vorbei. Also das Pferd ist Unnormal. Richtig krass. Genau, so, Chris hat hier rüber geradet. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann ist Mr. Jansoft am Start. Servus. Und Bella, einen wunderschönen guten Abend. Dann ist Goku da. Was? Mache Eier? Was? Ist das da? Mache Eier. Ja, auch. So, Divini, 44 Monate. Vielen, vielen Dank dazu. Dann ist der Herr Daniel noch da. Genau, mit dem Simba-Emote hier. Jesus. Bitte bringen Sie Alke zum Weinen. Ja, was? Wie? Was? Ich bringe niemanden zum Weinen. Nein. Wie gesagt, jetzt wird's auch ein bisschen schwieriger. Da wird's nicht so einfach. Genau. Dann haben wir noch den Markus da. Auch dir einen wunderschönen. Servus. So. Aufgaben kann man besser fluchen. Habe ich heute bei Crazy Taxi. Ja, habe ich gesehen. Hast du ja gerade auch gesagt. Erstmal hast du ohne Ende Errungenschaften über Crazy Taxi. Was hast du denn hier? Mal gucken hier. Erstaunlicher Fahrer. Du hast 3.1 bis 3.S der Crazy Box abgeschlossen. Was auch immer das heißen mag. Was ist mit diesen Codes hier? Du hast doch den Führerschein der A-Klasse. Ja, gut. Kann man ja auch schon mal machen. So. Dann wollen wir mal. Komm. Wir haben keine Zeit, wir müssen reinhauen hier. Cuphead spielt sich nicht von alleine. Ist so. Ich habe an den neuen HP-Kack übelst geflucht. Ja, ich weiß noch gar nicht, was wir jetzt machen. Welche Errungenschaften ich da hole. So, wo ist mein Controller? Da. Welcome. Das kommt gar nicht mehr, ne? So, wir können ja mal kurz gucken und ihr könnt mir dann da vielleicht bei helfen. Machen wir mal so. So, was brauche ich denn noch? Also ich habe relativ wenige. Also ich habe 33 von 42, das heißt, mir fehlen nur 9 Errungenschaften. 79%, so viel habe ich. Dann, was brauche ich denn? A-Rank on Insel 4. 10 Bosse mit Miss Chalice. Ein Boss mit der Superkraft von Miss Chalice. Dann, ja, Gauntlet. Das wird sehr schwierig. S-Rang wird noch schwieriger.
Defeat a boss on Inkwell without killing any of its minions. Also das machen wir, glaube ich, zuerst. Das ist, glaube ich, relativ einfach. Was ist das hier? Have 9 HP at one time. Und es gibt ja auch noch das mit diesem Rätsel da, ne? Das wäre vielleicht auch nochmal ganz cool. Ich mache erstmal das hier mit den Minions. Brain AFK, bin halt auf Arbeit. Ja, kein Ding. Goku hat Oster und macht Eier. Ja, kann ja sein. Moment, ich muss jetzt erstmal, warte mal, was? Hallo? So, kann er den Controller hier nicht benutzen? Moment. Okay. Irgendwie möchte der den Controller gerade nicht benutzen. Ich habe ein neues Kabel angeschlossen, aber das kann es ja eigentlich nicht sein, oder? Versuchen wir nochmal. Diese crazy Boxes, AIDS. Noch hast du leichte Errungenschaften offen. Da, jetzt geht's? Ja, jetzt geht's. Okay. Minion und Paladin gehen gut. Macht 9 HP, das ist am lustigsten. Komm, ich mache erstmal hier das mit den Minions. Wie viel habt ihr eigentlich schon bei DLC? Also ich habe irgendjemanden gesehen, der hatte. Die Winnie hatte, glaube ich, gesagt, die hatte alles außer den Endboss auf Expert. Aber es waren trotzdem irgendwie nur 78% oder sowas. Dann sag gleich nochmal Bescheid wegen der Lautstärke. Ja, ich guck mal. Komm, wir machen jetzt. Wo ist die Kuh? Ist die Kuh? Ist das die Kuh? Ist die Kuh, ne? Edith Finchier. Esther Winchester, okay. So, die kann man aber auf normal machen, habe ich gehört. Jetzt muss ich gucken, was haben wir denn für ein Moped? Parieren für ein. Genau, wir machen es nicht mit dem Astralkeks, mit Fräulein Kelch. Einfacher Tand unbekannter Herkunft. Jesus. Ne, dann, machen wir das hier. Okay. So. Also im Prinzip müssen wir ja nur die erste Phase. Keinen umbringen. Und danach wird's besser. Das ist schon mal gut. Also, Moment. Boah, ich muss erstmal übelst wieder reinkommen. Aua. Boah, ich muss übelst erstmal reinkommen. Das ist richtig krass. Ich darf nur kein Pferd erschießen. Leute, wie krass das ist. Das ist wie, als wenn, keine Ahnung. Du hast jetzt ein Horror-Game gespielt und musst jetzt CSGO zocken. Du musst erstmal so krass da reinkommen. Okay. So. Alles auf die Kuh. Ich muss nur gucken, nicht auf das Pferd schießen. Das ist ganz wichtig. Wow. Wobei, ich muss gar nicht parieren. Wobei doch, ich krieg dann noch HP dazu, ne? Das ist eigentlich schon cool. Ja, und jetzt kann ich doch auch die Superwaffe machen, ne? Wenn man trifft. Ich hoffe, ich habe kein Pferd getroffen. Was ist denn jetzt passiert? Ach, ich vergesse das immer mit den Teilen da. Jesus. Sollte mal ein bisschen parieren hier. Ah, trotzdem ist es gekriegt. Okay. So, die haben wir schon mal. Die war gut. The Hi-Hat. Die ist am Start. Und Patrick. Judenabend. Ja. Die auch. 85 hat sie. Okay.
Expert mache ich eventuell immer im Stream, aber vorher ist nicht. Erstmal 100% kommen. Ja, auf jeden Fall. Oh, C-. C-. Und das auf leicht. Ja, also es kann heute frustrierend werden. So, was machen wir denn als nächstes? Divini meinte irgendwie... Ich muss noch mal ein bisschen heller stellen hier, oder? Man sieht mich, glaube ich, nicht so gut. So vielleicht, ne? Divini meinte, das Paladin-Rätsel... Ich habe nur Angst, dass ich das nicht gelöst kriege, weil ich keine Ahnung habe, was man hier machen muss. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht angequatscht. Ne? Sag, junger Freund, ich bin auf einem Geheimnis auf der Spur. Komm aber nicht weiter. Der Wettbewerb, das zerbrochene Artefakt, der unheimliche Friedhof. An allen drei Orten habe ich mächtige Astralenergie entdeckt. Es muss eine Reihenfolge und Methode geben. Ja, das kann ja sein. Jesus. So, jetzt müssen wir, da müsste mir jetzt mal helfen. Ich habe keine Ahnung. So, der Erste sagt das Erste. Und der Zweite das Zweite und der Dritte das Dritte. Aber ist das jetzt von oben nach unten, von links nach rechts? Endlich haben wir Publikum. Gleich geht die Siegerehrung für den Kletterwettbewerb los. Ich habe gewonnen. Denn ich schaue nie nach unten. Also eins ist dann unten, oder was? Weil man soll ja einfach nur darauf hören, was da gesagt wird. Also nicht oder nie, Negierungen sind erstmal egal. Schnitzel ist so lame auf easy. Was? Schnitzel ist immer gut. Schnitzel ist best. So, genau. Also ich habe gewonnen, denn ich schaue nie nach unten. Also unten... Zweiter Platz, verdammt, ich wollte doch eigentlich ganz nach oben. Also unten, oben... Unten, oben, links. So verstehe ich das dann. Aber von oben nach unten, oder was? Unten. Also. Unten. Ja, unten, oben, links. Gib es nicht. Das wäre hier. Nee. Paladin. Also, ich verstehe das gar nicht. Unten, oben, links dann? Wobei der in der Mitte war, unten? Unten, oben, links? Nee. Ich habe es auf Englisch gemacht, da sind die Hinweise etwas besser. Ich weiß nicht, ob das hilft. Okay. Was? Eins Mitte unten, sagst du. Also eins Mitte. Guck mal, kann ich gar nicht. Erstes unten. Unten, Mitte. Moment. Unten Mitte, also hier. Dann oben Mitte. Links Mitte. Respekt. Das ist tatsächlich die gleiche Reihenfolge wie ich. Okay, krass. Okay, easy. So, und jetzt muss ich das Amulett hier auswählen. Das hier, okay. Ich stelle mal wieder auf Deutsch. Deutsche. Wo ist Deutsche? Da, Deutsche. Ist gut. So. Wird das ein Nickerchen? Wie ein Nickerchen? Also muss ich das jetzt machen oder wie? Warte, unten. Ich schlafe jetzt hier, auf dem Friedhof. Das ist mal eine gute Idee. Delay sehr viel. Kein Problem. So, ich hab jetzt hier... Jesus! Was ist denn jetzt los? Was? Moment. Ey, ich hab gedacht, ich muss jetzt hier, weiß ich nicht, wie viele Gegner killen. Wie kommt das denn? Aber ich hab. Muss ich nicht das erst mit dem 1 HP machen?
Nicht I. Nicht I. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Oder muss ich das zuerst machen und dann kommen die anderen Gegner? Oder wie ist das? Das verstehe ich gerade noch nicht so genau. Okay, krass. A brawl is surely brewing. It's on. Oh. Womit pariere ich denn überhaupt? Hä? Ach, ich muss... Parieren ist ja draufspringen. Ah, ich bin so an Miss Charlize gewohnt. Ach, scheiße! Ich wollte noch parieren. Schade, schade, schade. Okay, okay. Mach Smokebomb, die hilft. Das mit den Gegnern kommt erst danach. Was ist denn Smokebomb? Was macht denn das? Ich kenne das gar nicht. Ich habe noch nie Smokebomb gemacht. Warte mal, was war das denn? Was hat mich jetzt getroffen? Was kommt da noch? Ah! Ich muss mich erstmal super an die Steuerung gewöhnen hier. Okay. A horrible night to have a curse. Okay, Errungenschaft. Welche war das jetzt? Also, wahrscheinlich hierfür. Kann das sein? Das sagenhafte verfluchte Relikt, das lange als verschollen galt, ist endlich erwacht. Ich habe Schriften gesehen, in denen es heißt, es verachte die Tapferkeit. Je doller es kracht, desto größer die Macht. Ja, sehr, so sieht's aus. Was könnte das bedeuten? Ach, weiß da kein Mensch hier. So, mit dem muss ich jetzt 8 verschiedene Gegner killen, ne? Okay. Dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal auf die erste Insel. Insel 1, ja. Oh, ich habe mein Handy wieder nicht hier rangestöpselt, damit ich auch vernünftig den Chat lesen kann. Ach so, das mit dem Dash da, ne? Okay, stimmt. Ah, komm, passt schon. Passt. So. Okay. So, ja, Insel 1. Wo gehen wir hin? Dann würde ich sagen, fangen wir mal ganz chillig an beim Blob. Wie viel sind das? 7 oder 8? Ich glaube 8, ne? Juhu. So. Ah ne, Opa Kessel, da wollen wir nicht hin. Der hat den ganzen Kessel schon wieder voller Schnaps. Ich hab das gesehen. Der ist nur am Saufen. Machst du halt nichts. Tückischer Schleim. So, das müssen wir auf normal machen, ne? Geht zu schnell geschafft wieder. Oh, Jesus. So, jetzt habe ich nur ein HP, ne? Ja, das ist natürlich kacke. Ah! Okay, gut. Jetzt die Gegner im Amulett. Da ist da Minimum Stunde dran am Sonntag. Okay.
Ich habe doch diese Waffe hier ausgerüstet. Wieso habe ich denn jetzt... Ach so, die wechseln jetzt die Waffen, ne? Shit, da war ja was. Ja, okay. Ja, ja, hab ich verstanden, okay. So, wenn ich aufhöre zu schießen, dann, Dann wechselt das, oder was? Ja, müssen wir ganz schön aufpassen hier, ne? Na gut. Boah, ich muss mir erstmal dran gewöhnen hier. Ja, die wollte ich doch haben. Die ist gut. Boah, jetzt, ich muss so aufpassen. Krass. Sorry, Leute. Ich muss erstmal noch eine Viertelstunde reinkommen hier. Was ist das denn für eine Waffe? Nein, 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 nein. Okay, aber so langsam verstehe ich's. Wir gucken mal. Okay. Das ist jetzt für eine Waffe. Nein, hab ich doch gar nicht. Ich war doch daneben, oder nicht? Krass. Okay. Na gut. Okay. Kann einen Moment dauern. So dampfig eigentlich. Sieben Gegner, okay. Also, ne, das ist so ein bisschen wie Deathmatch. So benutzt man aber Waffen, die man sonst nie benutzt. Das ist auch eigentlich mal ganz nett. Okay. Eins haben wir schon mal. Aber sieben finde ich jetzt viel. Okay. Kann ich das Ding nicht auf S-Rang machen? Ich glaube, das habe ich auch auf der ersten Insel schon so gemacht. Man muss auf der vierten sein, ne? Oh, die Frösche.
Boah, die sind, glaube ich, nicht einfach. Nicht die Frösche. Ah, nee, nicht die Frösche. Ah, die Kartoffel. Was ist denn? Was sind für komische Waffen? So, jetzt kommt die Zwiebel. Oh, ich sollte da nicht stehen, okay. Das Lustige ist ja, wenn man die Zwiebel nicht beschießt, dann fängt die gar nicht an zu weinen, ne? Eigentlich sehr, sehr cool. Jetzt bleibe ich mal ein bisschen am Rand stehen hier. Es tut mir leid, liebe Zwiebel, was soll ich tun? Nicht weinen. So schlimm ist das alles gar nicht. Aber jetzt kommt die Möhre. Autsch! Das ist der Standardschuss, ne? Wobei, zwei, okay. Kriegst du immer ein extra HP fürs Parieren? Ja, ich sehe schon. Das wäre auch schon sonst krass, muss ich sagen. Okay. Oh, hier habe ich sogar einen S-Rang. Dann habe ich bei denen den S-Rang gemacht. Das ist ja krass. Na gut. Ach, ich muss auch noch A-Rang auf der vierten Insel komplett haben. Shit. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich die Frösche machen soll. Ne? Ich finde die echt nicht leicht. Das ist so die letzte Phase, die ist mies. Guck mal, im Lobber ist schwierig. Das geht mit denen immer ganz gut hier. Diese zielsuchenden Waffe. Da dauert es dann halt immer ewig hier, ne? Soll ich das eigentlich parieren? Hat nicht ganz so funktioniert. Wir müssen ja nichts parieren, darum geht's ja hier nicht. Wir müssen ja jetzt keinen guten Rang haben oder sowas. Wir können ja eigentlich die Superwaffe auch mal benutzen. Ich glaube, bei dem Automaten nachher kannst du die eh nicht mehr so gut benutzen, ne? Und da ist er, der Automat. Mehr. Oh, der Tiger. Nein! Ah, ich bin an die Seite da gekommen, ne? Mist. Ah, das ist aber nicht einfach. Okay. Hier ist ein real high-class belt. Now go! Ja, ist mal mit extra HP ist es natürlich schon ein bisschen einfacher.
Egal. Ich glaube, die Waffe habe ich noch nie benutzt. So ever, gar nicht. Blaubeer ist natürlich geil, weil er viel Schaden macht. Kann ich die Superwaffe benutzen? Das kann jetzt tödlich sein. Und es ist sogar tödlich. Shit. Ah. Ich glaube, du kannst die Superwaffe am Ende gar nicht benutzen. Ja. Shit. Wie viel habe ich? Zwei habe ich, ne? Zwei, ja. Shit. Ah, super, dann ist er direkt schon weg hier. Shit. Noch parieren willst. Ah. Das ist eigentlich ziemlich lustig gemacht mit den Waffen. Ja, ist okay. Ist okay. Aber ja, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Ah, ich finde die Frösche noch nie. Ich fand sie noch nie besonders einfach. Muss ich dazu sagen. Wollt ihr mal was anderes außer Tiger? Schlange, was soll das denn nochmal? Okay. Macht es trotzdem nochmal mit der Superwaffe. Yes, jetzt hat es sogar funktioniert. Was ist denn nochmal der Bulle? Ah ja, okay. Okay. Nochmal die Bulle, okay. Aber der ist, glaube ich, okay. Okay, dann haben wir es. Das ist schon mal Nummer 3. Und du kannst ja deine 7 Favoriten aussuchen. Also eigentlich fair. Ja, die Frösche sind jetzt nicht unbedingt meine Favoriten, aber gut, die haben wir jetzt auch schon. Also 3 haben wir schon. Guck mal, sogar noch ein A-Rang hier. A-Plus sogar, krass. Da verbessere ich mich sogar hier noch. Wahnsinn, okay. Thanks for the GGs. Okay. So, 3 haben wir, 4 brauchen wir noch. Boah, 4 Stück ist krass. 4 sind krass. So, was gibt's denn noch hier? Die Blume! Ach, Ries, oh mein Gott, ist die hell hier. So. Ja, die können wir noch machen. Ich glaube, die war okay. Gucken wir mal. GG, ich glaube, ich lade nochmal neu. Ja.
Ach, ich hab dich auf. Ach, ich hab nicht auf die Blumen geachtet, shit. Ich muss erstmal darauf achten, wo die dann immer hinguckt. Ach, ja, gut. Blume, schwerster Boss. Ja, ich guck mal. Ich guck einfach mal. Blume ist easy. Ja, der eine sagt so, der andere so, ne? Lass mal gucken, was sie überhaupt nochmal macht. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Nein! Der Hase! Ich muss die echt wieder komplett leeren, das ist krass. Der Hase kommt ja oben. Einmal oder unten rum. Ich weiß gar nicht, warum Hase, aber irgendwie sieht es aus wie so Hasenohren, ne? Ich laufe auch immer rein hier, meine Güte. Vogel! Ja, Vogel würde ich jetzt auch nicht so als easy bezeichnen. Vogel ist nicht normal. Shit. Aber ich meine, die Blume geht. Weil die hat sich auch auf Expert mal relativ schnell. Ach, shit, 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 shit. Ja, aber der brauche ich noch einen Moment. Muss mal gucken, ob ich jetzt dieses Teil mal gedasht kriege hier. Da. Ich laufe direkt das mal rein. Ja, die ist nicht ganz so easy. Hier habe ich drei. Drei habe ich, ne? Vier Stück fehlen noch. Fast die Hälfte. Ja, mach du da unten mal. Ist mir egal. Das ist schwierig, da triffst du sie kaum mit. Aber die Waffe gar nicht so schlecht ist dafür. Nein! Ah, ich wollte gerade die Superwaffe machen. Shit! Ah! Insel 1 sind noch alle machbar. Ja, das stimmt wohl. Das ist richtig. Wieso dampfen wir eigentlich so? Ist das wegen diesem Amulett? Oder haben wir gerade Knoblauch gegessen oder sowas? Ich frag mal. Das Vieh da unten, so mal hauen. So. Wow, das ging schnell. Ei, 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 ei.
jetzt ist sie hin. Dann machen wir die Superwaffe machen. Oh. Nein! Ah, ich muss drauf achten, was passiert. Volle Polle. Volle Polle ist geil. Ich habe für Paladin den Blob, das Gemüse, die Blume, die Frösche, das Theater, den Geist und den Seemann genommen. Ja. Kann man schon machen. Ich glaube, Seemann würde ich auch machen, ja. Wieso wechselt denn jetzt einfach die Waffe hier? Nein! Da kommt der direkt mit dem nächsten hier. Na, das kann noch einen Moment dauern. Der Boomerang ist schon eine echt gute Waffe, ne? Muss man ja mal sagen. Aber der Lobber nicht. Der trifft gar nichts. Ich weiß nicht, vielleicht überlege ich mir dann mit der Blume nochmal. Ja, mach du da unten mal, was du willst. Hilda Berg natürlich. Ey, wie fies ist das denn, dass du das so... Das Problem ist mit diesem Dreieck-Rot-Waffenteil da, musst du direkt davor stehen. Das würde ich auch eher in der Mitte gehen, ja, ne? Ich stelle mich mal ein bisschen in meine Mitte, ich glaube, das ist sicherer. Müssen sich die Dinger schon mal gar nicht interessieren, das ist gut. Boah, ich bin aber auch so dämlich wieder zum Dashen. Gemüse, Blob, Frosch, Seemann, Vogel, Theater, Ratte. Ach, der Wehrmann! Boah, da bist du jetzt auch nicht. Der war auch, glaube ich, nicht so einfach. Aber mit einem HP ist dann natürlich alles relativ schwierig. Ui. Yes, okay. Das war Nummer 4. Haben wir auch. Sehr gut. Warum Tom und Jerry verkacke ich das Pürieren? Du sollst doch nicht die Maus parieren. Alle von der ersten Insel, der Wehrmann und die Hunde. Die Hunde hast du auch damit? Krass. 7, ne? Boah, der Vogel, meinst du? Boah. Ah, ne, das ist Hilda Berg. Ne, Hilda Berg machen wir lieber nicht. Ist denn noch irgendwas auf der Insel hier? Nee, ne? Was habt ihr? Gemüse, Blob, Frosch,
Habe ich Seemann, Vogel, Theater, warte, ja. Nee, ich glaube, Hildaberg muss nicht. Das ist okay. Das geht auch ohne. Da. Boah, die muss jetzt auch nicht unbedingt. Also ich denke mal, hier Seemann oder so, könnte ich mir auch vorstellen. Ah, wo ist denn der? Das Ding hier, buh, ungern. Ich weiß gar nicht, wo ich überall bin. Was gibt's denn hier alles überhaupt? Drache? Ah, Drache ist auch mies. Oh, Vogel! Vogel ist Ease. Ja, was sagst du so? Keiner will Hilda. Nee, niemand will Hilda. Die kommt noch nicht klar. Hilda fucking Berg. Ach so, jetzt will... Zählt das überhaupt? Warte mal. Jetzt bin ich mir gerade ganz unsicher. Zählt der Vogel? Weil im Prinzip, der wechselt ja die Waffen nicht, ne? Ja, das zählt. Okay. Dann... zu gierig hier. Ah! Oh! Klar, habe ich doch gemacht. Okay, okay, okay. Good day for a swell battle. And begin. Auch und Vogel muss jetzt erstmal ein bisschen gucken. Das Gute ist auf easy, oder beziehungsweise auf leicht hier, können dich die Teile ja nicht treffen. Also diese Eierschalen. Außer wenn man so blöd ist wie ich, dann schon. Also zumindest nicht generell. Zumindest wenn man nicht hinten bleibt. Ich habe die Superwaffe, aber dafür ist mir die Phase gerade zu easy. Und ich habe die falsche Taste gedrückt, das hilft. Okay. Oh, dieses Vieh geht gar nicht. Einen hättest du mir nochmal geben können hier. Nicht? Doch, ich finde schon. Schon 3 AP jetzt verballert hier. Aber diese Phase, ne? Die kommt auch nicht klar. Scheiße, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Nein, ah, so knapp. Ich habe nie drauf, den Vogel mit 1 HP zu machen. Aber die Blume, ja. Weil die ging ja eigentlich noch. Und das sah ja eigentlich gerade auch gar nicht so schlecht aus.
Scheiße. Merp. Ja. Vogel rastet komplett aus. Jetzt habe ich schon mal 3 HP. Das ist auch schon mal gut. Du kriegst jetzt hier direkt erstmal eine Bombe ins Gesicht. Warum? Weil du es verdient hast. Aber mehr kriegst du nicht, ne? Dann auf 3 HP. Ha! Kackvogel! Wortwörtlich. Mehr kriegst du nicht. Ups. Scheiße, das gibt's doch nicht. Das hat er mich schon wieder erwischt. So ein dummer Kackvogel. Kannst bis 4 HP kommen? Dann habe ich einen immer zu wenig pariert hier. Dann müssen wir mal gucken. Da muss ich noch mal ein bisschen. Aber ich glaube, der ist packbar. Doch. Merp. So, 3 haben wir schon mal. Super Waffe, die da warf ich noch mit. Komm, es geht drauf! Dankeschön. Jetzt habe ich 4, sehr schön. Shit. Trifft aber echt gezielt immer. Leider nicht rausholen. Na gut, 3 AP ist auch schon mal gut hier. Na komm schon, du Kackvogel, jetzt stirb! Dankeschön. So. Das war Nummer 5. Dann fehlen noch 2. Danke. Nochmal ein A-. Na guck. Ja, die brauche ich noch auf der 4. Insel. Den Oberboss habe ich. Und ich glaube, die Kuh. Die müsst ihr schon auf A haben, die anderen noch nicht. So, 5 Stück haben wir. Puh. Tja. Was machen wir jetzt? Also die finde ich auch schon relativ schwierig. Wir können ja mal. Können wir mal zum Seemann. Oder sollen wir das Ding mal. Boah, wobei das echt am Ende schon echt mies ist. Nee, gefällt mir nicht. Nee, gefällt mir nicht. Komm, wir gehen mal auf Insel 3. Oder was haben wir hier? Ist doch der Drache.
Drache ist auch nicht easy, ne? Also zumindest die letzte Phase dann nicht. Mich treffen immer diese kleinen Mistviecher da. Will den Wehrmann sehen, Insel 3. Da hört mich schon. Das ist so schlecht. Was? Ach, jetzt hat der Schwanz mich erwischt. Ah, komm. Na, wir gehen auf Insel 3. Ist okay. Bei Werner Wehrmann, ich weiß es nicht. Der ist auch nicht easy. Gibt es denn noch auf der dritten Insel? Bienen auf gar keinen Fall, das kann ich euch direkt schon mal sagen. Weil man echt den Werner, aber ich hab dann auch mit dem Parieren nicht so, ne? Die Mäusebrigade, ja. Ich find's schwierig, da mal drüber zu springen. Cheat! So, das jetzt hier. Ja. Mach den Seemann. Ja, auch. Ich will es auf jeden Fall nochmal probieren, ja. Was ist passiert? Der hat mich weggeschubst hier. Weiß ich auch nicht. Ja. Am besten in der Luft nach rechts dashen. Ja, so war ja der Plan. Oder ist er erstmal gar nicht gedasht? Aber bei dem habe ich, glaube ich, auch Schwierigkeiten. Funktioniert, ist gut. Ja, aber den brauche ich auch im Moment. Scheiße. Nee, das ist nicht so mein Lieblingsgegner hier. Nee, komm. Dann nehme ich einen anderen. Theater und Seemann sind sicher was für mich. Ja, ich mach mal Seemann hier. Der ist, glaube ich, einfacher für mich. Nein, nicht Experte. Nicht Experte. Alles gut. Kannst du mal eine vernünftige Waffe geben? Das wäre nice. Steig! Ah. Ja, die ist gut. Ich glaube, hier kannst du viel dashen, ne? Hey! Panda-Bär! Panda-Bär, Mr. Lycra, ich grüße Sie! Shit.
Oh, jetzt hat er Durchfall. Alles schlecht. Scheiße. Ah, die dritte Phase, ne? Ne, letzte. Vierte ist das. Guck mal, ich brauch da gar nicht hingucken. Ich weiß sofort, das ist der Mr. Lycra. Instant. Mit der komischen Tinte hier, freu mich. Autsch! Sehr schön. Jetzt hat er wieder. Hat er wieder Durchfall. Der ist sofort easy, ne? Das ist schon krass. Ich weiß, dass die Winnie da voll Probleme mit dem hat, aber ich finde den auch relativ easy so. So, einen brauchen wir noch. Einen brauchen wir noch. Aber wer, Mann? Ja, ich kann den echt nicht so gut. Ja, und dann versuche ich, wie die Winnie sagt, schon mal Theater, weil das ist echt, also Theater habe ich, glaube ich, im Expert, im First Try sogar mal gehabt. Deswegen, das wäre jetzt vielleicht noch eine Sache, könnte gehen. Aber ich finde es mit den Waffen auch nicht schlecht. Ich hatte nur gedacht, so was kriegt man, wenn man es dann einmal geschafft hat, ne? Also ich hätte mir gedacht, ich weiß nicht, man kriegt noch irgendwas ziemlich Cooles, weil man ja jetzt hier so viele Level machen muss, ne? Das ist ja eine Menge Arbeit, die man hier reinstecken muss, dass dann die Belohnung auch entsprechend cool wäre. Aber ich glaube, so viel anders ist es gar nicht. Ne? Also du, was kriegt man dann? Man kriegt das Amulett und kann das dann immer benutzen und dann hast du das mit den Waffen, ist das ohne, dass man immer ein HP hat oder sowas, ne? Weil jetzt der Brüller ist, weiß ich nicht. Hab ich jetzt Invisible Dash gemacht? Ich weiß gar nicht, dass ich das hab. Ach, komm! Das ist doch die Ursula von Popeye, hat man doch mal gesagt, ne? Wie ist sie denn nochmal? Elvira oder so, ne? Ja, Asbestos. Vorhang. Scheiße, nicht hier. Das passt mir hier gerade nicht so gut. Ja, das ist natürlich super. Olivia Öl. Die Löl-Olivia. Aber dir ging der dann, der Seemann. Invisible Dash? Warum? Keine Ahnung. Ah, komm, zeig dich, wo bist du? Ja. Das hat die gerade schon gemacht. Die ist nicht cool.
Komm! Olivia Elvira, ist das Nilfett-Baby Münchner Zoo? Ja, kann ja sein. Oil of Olivia. Ja. Oil of Olaf. Nicht ein AP verlieren ist nicht einfach bei der und du kannst halt nicht so viel dashen. Aber könnte trotzdem funktionieren, oder? Auch, ja. Definitiv. Ursula! Reiß dich zusammen! Ja, hier kannst du deine Klamotten nochmal, das interessiert mich nicht. Ach guck, jetzt ist es sofort weg. Ah, super. Was macht sie jetzt? Ja, das hier. Ah, komm, wer der letzte Gegner? Dann darf die auch noch ein bisschen aufdrehen hier. Was haben wir denn eigentlich getan? Ich finde das mit der Story, das haben die im DLC irgendwie komplett vergessen. Kann das sein? Ich meine, im normalen Spiel war das halt hier, die Seelen musstest du haben und natürlich wollen die nicht abgeben. Deswegen sind die auch böse geworden, weil die keine Seele haben und so. Aber worum es jetzt hier geht, ja, du brauchst jetzt irgendwelche Zutaten. Vollkommen irgendwie auch so ein bisschen an der Haare herbeigezogen, aber na gut, ne? Du brauchst die jetzt. Und das finde ich jetzt nicht so geil, aber dass die da so ausrasten, nur wenn du eine Zutat haben möchtest. Weiß ich jetzt auch nicht, ne? Das ist ein bisschen übertrieben, würde ich jetzt sagen. Meteor, das ist Meteor Storm. Zack. Ich will die Superwaffe machen, aber ich glaube, dann krepiere ich sofort. Fuck! Runter, ich krepiere natürlich auch so, kein Problem. Oh, guck mal, Leute! Die DLC sammelt ja die fiesen Salzbäcke. Ja, ja, genau. Ja, aber ob das jetzt so, weiß ich nicht. Dass die das so abdrehen hier. Die sind ja schon ein bisschen überreizt, die Kollegen da, ne? Gegen die man kämpft. Ach komm! Ich vergesse es aber auch immer. Naja. Ich werde wahnsinnig. Ist die immer das Wort, wo ich gerade stehe? Und ich kann es mir nicht merken. Das ist fiese. Oh, oh, oh. Die findet sich um Weiten lustiger, als sie eigentlich ist. Oh. Oh.
Und sie spawnt schon wieder in mich rein. Das gibt's doch nicht. Sag mal, finde ich den Schuss für mich? Danke. Der ist gut. Gefährlich. Das ist so kacke mit dem, wenn du nur ein HP hast und du machst die Superwaffe, dass du dich dann da irgendwo reinkatapultierst, wo du sofort was verlierst, ne? Hoho. Ach, scheiße. Kannst du da hinten eigentlich treffen? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, hier geht's. Einigermaßen. Ja. Thunderbolt and Lightning, very, very frightening shit. Das war jetzt nicht clever, oder? Das war gar nicht clever, gar nicht. Nee, erzähl doch nicht. Krass. Weiß es nicht. Ist schon... Okay. Okay, gut, die haben wir. Und Paladin-Errungenschaft, sehr schön. Da haben wir sie. Ach, Jesus. Jüi. Tatsächlich fände ich, glaube ich, die 9 HP-Errungenschaft gar nicht so schlecht. Womit macht man die? Mit Miss Chalice oder... Jetzt 4. Und dann könnte man nochmal 3 kriegen. Dann wären 7. Nee, man muss das mit. Okay, man muss das mit diesem Parierdingen da machen. Ja, muss ich jetzt nochmal zurück zum Friedhof oder wie geht das? Oder habe ich das Amulett jetzt? Jetzt habe ich ein göttliches Relikt. Wundersamer Talisman, der seinem Träger verschiedene Fähigkeiten verleiht. Ring ausrüsten und ab ins Casino. Herzring. Okay. Okay. Muss viel parieren, ne? Da muss ich gucken, wo man gut parieren kann. Kappet mit 136 Casino. Na, schauen wir mal. Nee, ich brauche 2. Ich brauche die Nummer 2, um ein Herz zu kriegen. Also ich kann hier 3 kriegen und 3 auch nochmal parieren, ne? Also, ja, ich habe jetzt die gleichen Waffen. Da brauchst du jetzt bitte eine Stunde. Ah, fuck! Hier kannst du nicht parieren, ne? Das ist natürlich kacke. Das ist natürlich ungünstig. Und Powerslay, ich grüße dich. Servus. Wir sind jetzt gerade dabei beim Cuphead DLC, obwohl das jetzt das Originalspiel ist, noch ein paar Errungenschaften zu holen. Okay, den haben wir.
Boah, ich muss gucken, dass ich da irgendwo parieren kann, ne? Sonst habe ich echt die Arschkarte, würde ich sagen. So, jetzt brauchen wir nochmal eine 2, um auf Safe zu kommen. So, dann brauchen wir jetzt eine 3, um auf 6 zu kommen. So, und ich hoffe, jetzt können wir hier mal ein bisschen parieren. Das wäre gut. Ach, der Pferd. Der Pferd! Ich weiß gar nicht mehr, was das macht. Ich hoffe, das macht keinen Scheiß. Aber hier kannst du, glaube ich, parieren, ne? Ah, wenn du mal so ein Teil da kriegst. Boah, ist das schwierig, da dran zu kommen. Fuck! Und da kannst du direkt schon vergessen. Ne? Wenn du einmal getroffen wirst, hast du verloren. Shit. Shit, shit, shit. Ach, guck mal, die Herzen liegen auch immer woanders. Ja, okay, das ist cool. Also du darfst nicht einmal getroffen werden. Ne? Die 4 mit den Dominos eignen sich gut zum Parieren. Okay. Schauen wir mal. Hier ist irgendwie gar nichts zu parieren gerade, ne? Der gar nichts zum Parieren? Krass. Nicht mal so einen pinken Ring hier. Gar nichts. Zähl doch nicht. Am besten restarten, bis das Herz auf 4 ist. Du meinst jetzt Start Over? Weiß ich nicht. Wo waren die 1? Ach, die hier. Okay. Ich muss erstmal wieder gucken, was sie machen. Nee, einfach retry. Was meinst du mit retry? Das verstehe ich jetzt gerade irgendwie nicht. Erneut versuchen, oder was? Besten erst restarten, bis das Herz auf 4 ist. Ach so! Ist das denn so gut? Also, was ist denn die 4? Das mit den Dominos? Ja, okay, das können wir versuchen. Okay. Ja, jetzt habe ich's. Und das wird jetzt funktionieren. Jetzt blöd ist nur, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt gerade mit den Schnapspullen da kann. Ja, das hier zum Beispiel ist. Das ist kacke. Da habe ich, glaube ich, so noch nie drauf geachtet. Shit, 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 shit. Ja, das kann aber dauern, oder? Das ist echt schwierig, glaube ich. Das ist ja cheaten, was ich hier mache. Schauen. Das gibt's doch nicht. Kann das sein, dass sich das nicht mehr ändert hier? Doch, jetzt geht besser. Okay. Jetzt muss ich die 3 machen. Ich weiß aber nicht mehr, was das war, aber ist egal. Was war nochmal die 3? Zigarre, ne? Oder? Ja, genau. Okay. Mal gucken. Im Rüberspringen finde ich immer ein bisschen schwierig.
Und das ist richtig grausam, glaube ich. Das ist richtig grausam. Komm, also ist egal. Also ich glaube, wenn ich darauf warte, das dauert zu lange. Ich versuche einfach mal. A great slam and then stop. Now go. Ich kann die Zigarre irgendwie nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ja, aber eins kann ich auch nicht. Cheate! Ich saß da fast den ganzen Samstag mit Nachmittag dran. Ja, glaube ich. Das ist aber auch echt nicht einfach. Ich kann's nicht! Ich kann's einfach nicht! Da bin ich irgendwie zu blöd für, ich weiß auch nicht. Du hast zum Beispiel Karte voll, kannst du Superwaffen machen und auf pinken Kugel parieren. Du musst nicht so lange warten. Ja. Ich bin zu blöde, ich kann es nicht. Ich bin wirklich zu blöde, ich kann da nichts für. Ich muss gucken, dass das erste Herz auf der 2 ist. So, jetzt kann ich vielleicht mal versuchen. Aber sonst bin ich ja zu blöd für. So, was war das nochmal? Die Stapelchips, ne? Ja, okay, die sind okay. Und mal gucken mit dem Parieren, was die Winnie da gerade sagt. Das ist vielleicht gleich mal eine Idee. Ich bin einfach zu blöde! Ich kann's nicht! Also ich glaube, das ist eine Sache, die muss ich offline machen. Sonst kann ich mich, glaube ich, nicht so wirklich drauf konzentrieren. Shit. Aber auch diese blöde Zigarre da, das muss doch möglich sein. Aber die hat nichts zu parieren. Die hat nichts zu parieren. Jetzt habe ich den Lobber. Was ist denn mit dem? Ich bin zu blöd dafür. Gibt's da einfach nicht. Oh, ja, komm, gib die 2. Jesus. A great slam and then stop. Aber selbst da, ne? Guck mal, wie blöd ich bin. Das kann doch nicht. Den Fehler hätte ich vorhin nie gemacht. Ich verstehe das nicht. Da bin ich echt zu dösig für. Kann ich nicht mal die Waffe nochmal auswählen? Scheiße. Ja, jetzt sowieso nicht. So. Vor allem ich das Würfeln auch vergessen. Würfeln kann ich eigentlich ganz gut. Okay. Ich bin entsetzt. Die Winnie ist entsetzt.
Da wird Insta mal ganz nervös, wenn du in unserem Tempo spielen musst und nicht alles sofort schaffst. Reiß dich. Was ist denn die 6? 1, 2. Und dann 3. Was war das nochmal? War das das Pferd, die 6? Scheiße. Schon. Das Pferd. Leute, ich hasse das Pferd. Das ist das Pferd, weil da unten, du siehst diese. Es hat mich getroffen. Ich wollte einfach nur schnell vorbei. Und es ist vorbei. Also so schnell, es ist unfassbar. Was soll ich dazu sagen? Pferd ist nichts für mich. Ich hätte ja auch gerne den Boomerang in dem Level. Das muss ich echt mal wechseln. Zählt das? Kann ich das so oft machen, wie ich möchte? Mit dem Dashen? Wenn nichts zum Dashen da ist? Ich bin zu blöde für diese Gegner. Es tut mir leid. Ich bin da echt zu bräsig für. Da machst du nix. Alkohol, Chips, Zigarre, Dominos, Hase, Pferd. Boah, Hase. Hase ist auch nicht gut. Kann jetzt mal drauf gehen, dankeschön. Ich habe leider dreimal im Level eins mit der Kugel gemacht, den Rest mit der Domus. Ah, das scheint zu funktionieren. Ich habe jetzt in dem Level schon 2 HP gekriegt. Das ist so cool. Aber was war 5? Hase, nicht Hase. Bitte nicht Hase. Oh, 1, 2, 3. Der Kackhase. Bitte nicht. Boah. Also dieser Hase, wann der Hase mich so anstiert, so blöde, da kann ich nicht arbeiten. Kannst auch nicht mit der arbeiten, Hase ist vollkommen unprofessionell. Ja. Was soll ich denn? Ach, dashen, ich muss dashen. Kann ich dann dashen? Ja, ich kann dann dashen. Ich hätte einfach wegdashen müssen, aber ich bin ja zu blöd dafür. Es gibt es nicht. Da müssen wir das nochmal machen. Boah, ist das ätzend. Was war 4? 4 ist Dominos. 4 ist echt Geschenk, glaube ich, ne? Komm, dann warten wir zumindest, bis es auf 4 ist. Jetzt zum Beispiel. Jetzt habe ich das mit dem Whisky da wieder, ne? Ja, ich probiere es. Ich muss es probieren. Dann sabotiert der Chat noch. Ja, das sowieso. Ja, wobei, das stört mich eigentlich nicht. Ist okay. Ich kann's nicht. Ich bin da wirklich zu blöd für. Das kannst du knicken. Also ich muss auf jeden Fall auf der. Also die Dominos auf 4 brauche ich. Und irgendwas anderes auf der als erstes da. Scheißegal. Ja, von mir aus auch die Kackzigarre. Ist okay. Komm. Jetzt.
Der Mr. Dice hier. Jetzt habe ich schon wieder nicht den Boomerang genommen. Glaubt ihr, der Boomerang müsste doch stärker sein als das Ding hier, oder? Vor allem, wenn du nicht richtig triffst. Und wir sind ja nicht so nah, dass wir vernünftig treffen würden. Das war knapp. Das war tatsächlich einigermaßen knapp. Ich glaube, so langsam habe ich den hier. Weiß Whisky doch voll, aber nicht, wenn es mir über die Birne drüber läuft. Das ist nicht so gut. So, Dominos. Da muss ich auch mal erstmal ran. Boomerang geht das Kugelparieren aber nicht. Ist aber auch kein Muss. Ah, okay, das ist schon geil. So, Domino muss ich jetzt mal gucken, wie das wieder ging. Also da sagt er, kann man gut parieren. Ja, man kann auch gut in die Stacheln rein, glaube ich. Ne? Richtig parieren kann ich jetzt hier aber nicht so gut. Okay, das Teil jetzt mal eben. Nein, das ging jetzt nicht sehr gut. Hätte ich gewusst, dass es geht, ja. Weißt du, die 8? 8 ist 8-Ball, ne? Da kann ich ja nochmal parieren. 1, 2, 3. So, dann nochmal 2. Das haben wir durch Zufall rausgefunden. Ball. Bitte nicht so schnell killen, ja, das habe ich gemerkt. Ich hab's schon, Harty! Ich hab's schon! Hä? Warum? Ach so, weil ich's hier gekriegt hab! Ja, komm, dann ist gut. Dann müssen wir auch nicht noch viel weitermachen. Dann haben wir die zumindest auch schon mal. Thanks for GG. Okay. 30 Minuten. Das passiert schon mal. So, was brauchen wir denn noch? Alles auf A. Zehn Bosse mit Miss Charlize könnte ich mal machen. Wobei 10 schon viel sind, ne? Wobei mit voll HP und so geht es, glaube ich, schon ganz gut. Dann machen wir hier... Machen wir nochmal die Charlize. Vielleicht habe ich auch Glück und ich kriege dann einen Boss mal mit der Superwaffe kaputt. Wobei ich überlege gerade schon, ob ich mit der Charlize nie auch die Theater-Ursula machen soll. Weil 10 sind natürlich viel. Da muss ich eh irgendwo mal anfangen. Gauntlet, ja Gauntlet. Hast du auch schon 5 mit ihr? Nein, so viele sind das nicht. Ja, vielleicht 4. Ach ja, man dasht. Ach, oh, ich muss erstmal klarkommen. Stimmt, die dasht ja wieder komplett anders. Ja, aber kann ja nicht schaden hier. Dann mache ich das eben mit der nochmal eben.
Insel 4 hast du 5 gemacht. Ich bin mir da nicht sicher. Also ich habe nicht alle gemacht. Boss weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall nicht alle. Scheiße. Hier hat er diese Kack-Superwaffe. Die schießt ja nur nach oben. Erinnere mich. Schon. Ah, was mache ich denn hier? Aber für die brauche ich noch nicht mal den Meteor, oder? Ich kann noch mit dem Doppelsprung hier drüber, oder? Ganz easy. Ach, man darf ja nicht in die reinspringen. Shit. Super, was fürs Ende aufheben wegen der Errungenschaft. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, auch. Auch, ja. Okay. Ich bin aber auch so blöd und bleib einfach stehen. Jesus. Ich glaube, Gauntlet ist richtig, richtig mies. Boah, ich bin aber auch bescheuert. Jesus. Ich meine, gut, auf Expert brauche ich die ganzen Bosse auch noch, aber das mache ich auf jeden Fall offline. Du brauchst es halt nicht für die Errungenschaft, das ist halt... Nice to have, ne? So, aber ich denke mal, ich kriege hier eh 2 Superwaffen voll. Ich kann die erste jetzt gleich auch definitiv abfeuern, das ist kein Problem. Jetzt. Nein! Ich vergesse es immer wieder. Immer wieder. Meteor, den wir ja glaube ich gar nicht brauchen. Jetzt kommen erstmal die Blitze. Ja, kann man machen. Das muss ich gleich darauf achten. Das ist ja jetzt schon die letzte Phase. Ich weiß halt nur nicht, wann die kaputt geht, ne? Ja, super. Du weißt es halt nicht. Du weißt es nicht. Ich glaube, das ist eine Sache, die kann man vielleicht beim Blob eher machen, oder? Da kommen wir ja mal hin. Superattacke von ihr ist so für die Tonne. Ja, aber manchen ist sie okay, ne? Genau wie bei dem... Wo ist das denn, wo man dann nachher im Magen ist, bei dem Typen da mit dem Bart? Da finde ich sie okay, weil du dann nach oben schießen kannst. Naja... Muss halt auch nicht, ne? Wie gesagt, ich weiß wirklich nicht, wie viel ich habe. Also es kann sein, dass ich jetzt erst 5 habe. Soll ich den nochmal machen? Kann ich auch mal machen. Telefonspinne geht dafür am besten. Nach dem Fake-Knockout. Das stimmt, ja. Telefonspiel? Der Chris wird ja so weh, ja? Ah, der brüllt da schon ordentlich rein. Ist schon not amused. Ich
vergesse immer, dass ich da so reindashen muss. Dann mach ich es lieber doch nicht. Ach guck mal, die kamen gerade gar nicht. Die Superwaffe hier kann ich mir einfach komplett sparen, ne? Was soll ich damit? Die kann ja nicht nach oben schießen. Ach shit. Oder kann ich hier so rein? Nee, bringt nichts, ne? Also gar nichts. Yes, sehr schön. Du bitte kein Gauntlet heute mehr. Hat sich die Winnie beim Chris ein bisschen satt gesehen mit dem Gauntlet. Boah, ich glaube Gauntlet, das ist aber auch. Also bis ich das so hinkriege, wie der Chris das heute hingekriegt hat, das dauert glaube ich ewig. Wie der da durchgerast ist, richtig krass. So, sagen wir mal, wir haben jetzt 6. So, nee, Werner Wärmer nicht, die Biene nicht. Wobei die Biene ist ja, dafür ist das ja mit der Waffe da ganz gut, mit der Superwaffe ganz gut, ne? Weil die so nach unten schießt. Aber muss da auch erstmal treffen, ne? So, 6 haben wir. Was haben wir denn noch? Ja, weiß ich nicht. Können wir mal ausprobieren. Chris hatte sehr gutes Spiel. Also ich habe auch gedacht, jetzt hat er's. Boah, das war zum Teil so knapp. Also verdient hätte er es heute gehabt, definitiv. Was hat die nochmal jetzt für eine Super? Das ist die Rakete oder was, ne? Weil das hier relativ easy ist bei dem. Ja, bis auf das. Okay. Ja, interessant zu wissen, wie viel die hier überhaupt abziehen, ne? Nein! Es hat mich getroffen, nein! Ab hier! Cheat! Zack, sehr schön. A-Ranks hast du alle? Nee, ich nicht. Also mir fehlen auf jeden Fall noch welche. Ich glaube sogar 3. 3 Stück fehlen mir, glaube ich. Oder 4? Ja, also, nee, 4 Stück fehlen mir sogar. Also ich habe den Boss und ich glaube, ich habe die Kuh. Den Rest habe ich nicht auf A. Thank you. Thank you all. Ist dann immer der Moment, wo man dann selbst denkt, man hat's und dann bümst. Ganz genau, so sieht's aus. Ah, was gibt's denn hier noch? Vogel? Ah gut, Vogel müsste jetzt auch. Zacharias Zwitscher. Dann mal 3. Ja. Ah, da müsste eigentlich gehen. Ja, haben wir gerade mit 1 HP geschafft. Dann wird Miss Charlize das auch mit 4 hinkriegen. Vor allen Dingen, die schießt doch geiler so, ne?
Wahrscheinlich macht die so weniger Schaden, aber die trifft halt immer. Das ist schon ziemlich gut. Der Vogel schon vom lauter Mauser, nehme ich mal. Der rastet aber auch aus, aber der muss mal, weiß nicht, der muss mal Myrrhe rauchen oder so. Also der kommt ja gar nicht mehr klar. Keine Ahnung. Nee, oder was ist der Baldrian oder sowas, ne? Den braucht der dringend. Hat er mich noch? Ich hab's noch pariert, wie krass! Boah, ich fall. Oh, das gibt's doch nicht! Komm, Miss Chalice, jetzt reiß dich zusammen! Ich glaube, die erste Superwaffe, die behalte ich auch für den. Wobei, ich hatte jetzt schon die zweite, ne? Ich weiß es nicht. Du kriegst so viele hier, glaube ich. Ah, schade, ich habe gedacht, ich krieg das nicht. Shit. Hätte ich gern gehabt. Bloß ab, Kollege. Dann kriegst du direkt eine Rakete ab hier. Ach, shit! Oh, 3 AP, komm. Komm, kriegst du eine Rakete ab. Und weiter geht's. Boah. Yes, sehr schön. So, dann noch 2. Und dann würde ich sagen, gehe ich mal auf Insel 1 jetzt hier. Das dürfte ein bisschen einfacher sein. Ich möchte unbedingt den Blob gerne mit Superwaffe haben. Guck mal, das hätte fast funktioniert. Ne, wobei, ist das eine Super... Ne, ist ja keine... Ja doch, ist eine Superwaffe gewesen, ne? Theoretisch ja. Boah, hätte ich den noch ein bisschen mehr befeuert. Aber du weißt es ja halt nie, ne? Leider weiß es nie. Thanks for the GGs. Hattest du den schon auf Expert? Nee, Expert habe ich noch gar nicht. Nein. Leider nicht. Ja, das sind jetzt so die Fleiß-Trophäen, ne? 10 Bosse damit, dann jetzt das mit dem 1 HP. Ja, das sind wirklich Fleißbosse. Komm, dann machen wir noch das Gemüse hier, die wilde Flora. Wenn wir sie einmal hier haben, ne? Dann kann die auch mal Gas geben. Komm. Der Doppelsprung ist hier natürlich sehr geil.
dem Level ist der perfekt. Scheiße! Ich werde mich nicht dran gewöhnen. Das gibt's einfach nicht. Ich werde mich nicht dran gewöhnen. Ja, komm. Alles einfach. Alles easy. Geht das? Schade. Hätte ja klappen können. Hätte klappen können. Boah, guck mal, wie knapp das war. Guck mal, wie knapp. Ich hab's versucht. Ich hab's wirklich versucht. Schade. Blume. Ah, die ist schon gut. Das ist die beste Blume hier. Ganz schon was. Sollen wir echt mal ein bisschen entstauben hier. Ich glaube, der kuschelt die Perle mal mit. So wie die aussieht. So, was haben wir denn hier? Kommst du nochmal? Ja, dann machen wir das. Ich hoffe ja, dass ich bei dem hier, bei dem Blob das hinkriege. Ich muss halt am Ende dann irgendwann die Superwaffe anwenden. Aber da kannst du es, glaube ich, auch. Zeige ihm Blumen. Sicher. Jetzt hätte ich die Superwaffe sogar schon. Aber noch brauche ich sie nicht. Save ich mir für gleich. Ich weiß noch nicht wie lang, ne? Ich muss ein bisschen draufholzen, da muss ich schauen. Nein! Das Kackding bewegt sich. Oh, ich werd wahnsinnig. Gut, da ist er aber. Dekadent. Dekadent. Gut, die Errungenschaft habe ich schon mal. Oh, ich werd bekloppt. Aber wisst ihr, wo ich das machen kann? Ich glaube, ich weiß, wo es... Ich glaube, das funktioniert bei der Möhre ganz gut. Kann das sein? Komm, ich versuche nochmal die Möhre. Wo ist die Möhre? Da. Thanks for the GGs. Here's a real high class belt. Here goes. Weil da triffst du auf jeden Fall richtig gut. Na guck, super Waffe schon voll. Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Oh, es geht dreimal immer nur, das ist immer... Oh, das ist so fies, das ist so fies. Das wären drei Schuss gewesen. Das ist so fies. Ja, komm. Hey, ich versuch's nochmal.
Ich will die Errungenschaft haben. Komm. 2 Sekunden, ja, ist so, oder? Krass. Boah, das ist so gemein. Egal, ich meine, der Gegner ist ja sehr, sehr einfach. Ich denke mal, da kriegen wir das noch ordentlich hin. Ah, das ist eine Gefühlssache, ne? Das ist definitiv eine Gefühlssache. Ja, super Waffe voll. Muss man jetzt merken, ein bisschen länger als ich sonst machen würde. Ja, aber ein bisschen länger, weiß ich nicht. Ist halt auch nicht viel, ne? Also jetzt würde ich drauf schießen. Nein, ich wollte gerade drücken. Ich wollte gerade drücken. Das sollte der letzte Schuss werden. Das glaubt mir doch kein Mensch. Boah, ich werd wahnsinnig. Ich werd wahnsinnig. Und jetzt dann zu viel, ja. Ey, ich hab schon auf B gedrückt, weißt du? Das gibt es nicht. Ach, wir kriegen es hin, Leute. Wir kriegen das hin. Das ist aber auch fies. Fies mit Miss Chalice. Krass. Oh. Jetzt habe ich sogar ein HP verloren. Jesus. Jesus. Jetzt kommt die Zwiebel. Boah, das gibt's nicht, oder? Komm, Zwiebel, hau ab jetzt. Schießt auf mich. Genau. So, jetzt müsste ich schon aufpassen hier. Jetzt würde ich eigentlich schießen. Ich werde wahnsinnig. Hast noch eine Stunde und noch 4 Errungenschaften auf. Das geht so locker weg. Boah. Das ist aber so eine blöde Errungenschaft hier gerade, ne? Das ist wirklich nur Gefühl. Krass. Komm, wir machen das jetzt. Ich habe jetzt keinen Bock, hier so lange rumzusitzen. Ich brauche nur noch 4 Errungenschaften. Okay, krass. Ja, nur noch. Jetzt kommen dann die Schwierigen auf. Was ist denn das? A-Rang? S-Rang? Gauntlet. Alles auf A. Ja. Und eine andere noch. Was fehlt noch? Die jetzt hier, oder was? Nee. Ich sag noch jetzt. Was? Achso, ich sag noch jetzt. Achso, hast du gerade noch geschrieben? Bitte. Hätte ich mal auf ein Double gehört hier. Wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr das, ging das bei euch einfach so? Habt ihr das zufällig gekriegt oder musstest du das auch irgendwie so machen? So. Okay, drauf schießen. So, jetzt muss ich langsam aufpassen. Da ist sie, the golden touch.
Hab's eher zufällig bekommen. Krass. Für die schweren brauchst du aber dann halt statt 5 Minuten 10. Liest mich immer jetzt hier so. Jetzt muss ich aber echt mal gucken. Wie viel fehlen denn dann noch? Hast du einen Blob am zweiten Versuch mitbekommen? Das war mal eine Errungenschaft, die mir lag. Sehr gut. So, ich habe 39 und 42 brauchen wir. Also 3 Stück fehlen mir noch. 3 Stück. Also A-Rang, Gauntlet und S. Ach du Kacke. Wo ist denn der Fährmann hier? Unten rechts irgendwo. Und optimal wäre natürlich... Also gut wäre wahrscheinlich, wenn ich mit dem... Wo ist denn der? Ich mit den A-Ranks erstmal anfange. Bin auf Insel 1. Ja doch, okay. Ach, da unten ist er. Jetzt habe ich ihn gesehen. Ja, okay. 3 noch. A-Rank, A-Rank, S-Rank und Gauntlets. Boah. Jesus. Aber so kann ich nochmal die neuen Bosse spielen. Ist ja auch schön. Ne? So, was habe ich denn? Und das ist nicht gut. Ah, guck mal, 3. Doch, 3. 1, 2, 3 müsste ich noch. Also 3 habe ich auf A und 3 müsste ich noch. Okay. Das ist hier Brennerbande, ne? Hoch die Tassenbrennerbande, ja. Muss ich auf normal machen? Oder ist A? Nee, doch klar. Normal. A. Die Telefonspinne auf A. Habe ich die oder brauche ich die noch? Ist das hier, ne? Okay. Ich finde es hier schwierig mit dem Parieren von dem Teil. Weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? Ich hole mir hier den Boomerang. Und dann kann ich das, glaube ich, gezielter machen. Ist doch Kreise, ne? Ja, ja, okay. Okay. Und Expert, weil das muss halt. Achso, okay. Ja, natürlich. Mache ich ja auch mit dem Expert. Oh, guck mal, habe ich direkt schon einen gekriegt hier. Superwaffen muss ich ja auch benutzen, ne? Ach, shit! Komm her! Ah. Ahahaha! So. Ich weiß halt nie, wo die Zunge kommt. Das ist mein Problem. Kann ich eigentlich schon knicken, ne? Ja. Und Nini, servus! Ich meine aber, du war alles heute in einer Stunde noch. Weil brauchst du eine Herausforderung. Reiß dich zusammen! Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich überlege gerade, oder ist das einfacher mit dem... Ne, ich glaube, das ist schon mit ihr okay, ne? Nini, wie geht's? Alles gut? Ich habe halt Angst, dass ich hier die parierbaren Sachen mit kaputt mache.
Oh, ich bin aber auch blöde. Warum mache ich denn das? Also warum renne ich da rein? Nein! Ah, blöd, 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 blöd. Nein, ich treffe das Vieh nicht. Shit. Guck mal, jetzt hatte ich es auch geschafft. Super. Boah, ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Es hat ein A. Zeit. Ja. TP. Ne. Das ist noch ein A? Yes, ist noch ein A. Sehr schön. Alles gut soweit. Bin im Shopping-Rausch. Amazon Prime Day. Hab für uns einen Camping-Gasgrill bestellt, der quasi alles kann. Boah, Leute, da wollte ich ja gar nicht erzählen. Wir fliegen jetzt bald in den Urlaub, auch mit der Family zum Teil noch. Und ich habe gedacht, boah, was wäre das geil, wenn du irgendwie auf so einem Berg da bist oder so. Also jetzt, wir haben jetzt momentan Kreta anvisiert oder irgendwie am Strand oder so. Und du könntest so geile Luftaufnahmen machen und so. Ne? Boah, habe ich mir jetzt eine DJI Mini 2 Drohne gekauft. Ne? Ich bin so bescheuert, aber ich habe da voll Bock drauf. Ich glaube, das wäre richtig, richtig gut. Ich bin echt mal gespannt. Ich habe noch nie eine Drohne gehabt, bin noch nie damit geflogen. Bestimmt sofort kaputt. So, was ist der Hund? Jaulende Jagdgeschwader, habe ich ein B+. So Drohnenaufnahmen sind wir auch immer. Ja, oder? Ich denke mir einfach auch. So ein Teil zu haben ist, glaube ich, nicht so schlecht. Gucken wir mal. Weil das war auch super im Angebot. Also jetzt echt krass. Da habe ich gedacht, komm. Jetzt hat er eh schon mit dem Gedanken drüber gespielt. Und die Winnie meinte dann auch so, ja, habe ich auch schon überlegt, wäre schon geil. Und jetzt habe ich vercaked. Ich weiß nicht, soll ich hier die Chalice nehmen? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob die gut pariert hier. Die Superwaffe hier, glaube ich, auch ganz gut wäre. Die trifft den ja so gut. Was ist das jetzt? Ein Drand hier. Jetzt wird interessant. Nein.
Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ah. Ich habe eine Drohne auf dem Rastplatz gesehen, womit die Polizei da rasen. So krass. Wenn auch noch eine Dashcam fürs Auto, meine Urlaubsfahrten etwas mehr. Die habe ich ja. Eine Dashcam fürs Auto habe ich. Das werde ich. Wir werden dann auch vom Urlaub so ein richtig cooles Video machen. Und das mache ich dann auch. So mit Dashcam und so. Wie man dann so ein bisschen durch die Gegend fliegt und so. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Das machen wir. Ich glaube, ich habe 3 Dashcams. Eine gute und 2 so, naja. Ich habe ja lange Zeit, wollte ich ja mal mein Auto überwachen. Zu gucken, wer sich da so rumtreibt. Da habe ich ein paar gekauft gehabt. Ich glaube, bei dem Hund habe ich ein bisschen länger dran. Ich weiß aber nie, ob ich das mit Chalice machen soll. Oder ob das mit dem anderen einfach besser wäre. Das kann ich gerade noch nicht so genau sagen. Ich kann noch nicht genau sagen, warum ich denke, dass es mit dem Cuphead besser ging. Tassilo. Sind so vom Dash-Verhalten oder so. Nein! Warum machst du das, Miss Charlize? Ich hab dir doch nichts getan. Lass das doch auch sein, soweit hier. Das macht man nicht. Boah, ich bin aber auch bescheuert. Ich dash da voll runter. Ich glaube, von der Polizei, die haben andere. Könnte ich mir vorstellen. Ist halt so cool, weil die so super klein ist, ne? Also die passt dir in eine Handtasche über die Vinyl oder sowas. Das ist schon krass. Nein! Ah, den hab ich nicht gekriegt. Oh, man muss ja auch vielleicht nicht jeden kriegen. Wenn man genug gedasht hat, ist das ja, glaube ich, okay. Ich glaube, man muss 3-mal dashen oder sowas, ne? Guck, da haben wir noch. Super Waffe ab hier. Dash haben wir damit genug, glaube ich. Jesus. Boah, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ey, da fehlt mir was. Krass. Ich bin da zu blöde für. Das tut mir leid. Das ist so. Ja, aber das ist kein A-Rang. Das ist kein A-Rang. Oder? Ich habe 2-mal Superwaffen gemacht, aber ich weiß nicht, wisst ihr, wenn der Speed passt, dann könnte es funktionieren. Was ist der Speed? Der geht. Parieren. Supermeter. Ah, steht Supermeter nur ab 5. Naja, ein B+. Scheiße. Ah. Aber warum? Ich hab doch 2 Superwaffen abgefeuert. Shit. Ich hätte gedacht, das ging. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Die tollkühnen Hunde. Hunde. Aber ihr fandet den Hund doch so cool, oder? Bei euch ging er doch, glaube ich, easy, ne? Ach, scheiße. Ich lasse mich aber übertreffen. Du schon, Miss Charlize. Reiß dich zusammen. Das Gute ist ja, dass sie 4 HP hat, ne? Dann kannst du sogar noch einen verschmerzen. Boah, ich bin aber auch zu blöd dafür. Das gibt's nicht. Himmelhunde, ja.
Shit. Den haben wir nicht gekriegt. Aber wie gesagt, man muss ja im Prinzip nur dreimal parieren und das kriegst du hier schon so ganz easy so hin. Boah, ich bin zu blöd. Ich lass mich da triggern und spring dann da rein. Egal, ich muss ja die Superwaffen abfeuern, also machen wir das. Okay, hier leider haben wir keine Chance gerade. Ich sehe es nicht, ne? Das ist mein Problem, ich sehe es leider nicht. Ist aber so ein Müll hier. Ja, kann ich jetzt auch schon nicht mehr machen. Das geht schon nicht. Boah, hier habe ich echt Probleme mit. Hier habe ich echt Probleme. Generell sind Hunde halt so, ja, naja, ja. Und Katzen im besten. Ja. Es gibt halt Hundeleute und es gibt Katzenleute. So jeder wie er mag. Also ich muss auch sagen, also klar, Katzen sind meine Lieblingstiere, aber ich meine, es gibt auch coole Hunde, definitiv. Ich hatte ja auch mal einen Hund. Der war auch ziemlich knuffig. Ich bin zu blöd und lass mich triggern. Eigentlich muss ich gar nichts parieren hier, ne? Weil im Grunde kannst du das ohne Probleme in der zweiten Phase machen, wo dann die Hunde um dich rumfliegen. Das reicht vollkommen aus. Da kriegst du mindestens 3. Und ich lerne es aber auch nicht, ne? Geil ist schon. Na komm. Zähle wirklich auf die 4 HP von Miss Charlize hier. Na komm, ist mir egal da oben. Schön alleine machen hier. Waffe. 2 weg. Aber jetzt haben wir jetzt genug hier, denke ich mal. Oh, Jesus. Ich verstehe es nicht. Alter, es ist nicht schön, oder? Ich raff's einfach nicht. Kannst du jetzt mal sterben, bitte? Bitte. Ich krieg's nicht hin. Ich sehe es nicht. Ich kann es nicht sehen. Ach, und heute freut sich immer, wenn du nach Hause kommst. Die Katze denkt sich, leck mich doch am Arsch. Die wirken immer so, aber die freuen sich genauso. Ich habe die auch schon aufgehört, aber die freuen sich genauso. Du glaubst gar nicht, wenn wir weggehen, wie traurig die sind. Das ist echt richtig krass bei denen. Ich weiß nicht, ob die mal irgendwie ein Verlusttrauma haben oder so, aber wie die immer gucken und die lassen dich dann auch gar nicht mehr weg und das ist schon krass. Also Katzen wirken so, aber egal ist denen das definitiv nicht. Ein Beschiss, schon wieder ein HP verloren hier.
Nein! Oh, ich springe auch noch vom Flug. Leute. Ja, ich wusste, Aran wird nicht ganz so einfach. Waffe. Ich glaube, je früher ich die mache, umso besser. Dann kann ich hier wieder ein bisschen was sammeln. Um dann gleich für meine Lieblingsphase dann auch noch eine Superwaffe zu haben. Nämlich diese, die ich so sehr mag. So sehr. Ich kriege es nicht hin. Ich raffe es nicht. Schon. Hab ich ein A? Bitte. Und schon 100%? Nee. Drei fehlen leider noch. Komm schon. Yes! Das sieht doch gut aus. Komm, ein A, oder? Yes, ein A sogar. Okay. Thanks for the GGs. So, was fehlt noch? Einer fehlt nur noch. Mortimer Frost. Da ist er, ne? Kampf um den kalten Kult. Da bin ich mal gespannt. Jesus. Ah, den konnte ich nie. Den habe ich ja, glaube ich, irgendwie beim zweiten Mal schon geschafft gehabt. Ich habe nie darauf geachtet, was der wirklich so macht. Das ist mein Problem. So, wann der rollt und so. Das sah schon immer ziemlich fies aus. Dicke Fisch! Hau ab mit dem Fisch! Vandale Fief hier. Hau bloß ab. Ja, kannst du mir noch mal ein bisschen was zum Parieren geben hier? Das wäre nett. Ja, der hat Spaß. Was kann ich denn mal parieren? Scheiße! Das wird zum Parieren. Boah, ich muss den erstmal lernen. Ich weiß gar nicht, was der macht. Ich sehe auch nicht, wann der rollt, ist mein Problem. Shit. Da muss ich noch mich kurz ein bisschen reinarbeiten. Hey, der Fisch! Mein Gott, hat der einen Lachs, Junge. Das ist doch nicht normal, Kollege. Das ist ein Lachs da drin. Ich glaube, es geht nicht mehr hier. Und ich habe mal AP verloren, wobei auch immer. Scheiße. Thank you.
Ach komm, das ist nicht dein Ernst. Shit. Katzen können es halt nicht zeigen. Bin da mehr so hungervoll. Wie gesagt, ich mag beides. Definitiv. Lachs! Lachsalarm! Nein! Ach komm. Ich weiß nicht, wie viel man hier dashen kann, ne? Deswegen muss ich mal alles mitnehmen, was da ist. Nein! Ja, passt. Egal, gut. Ein ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so wichtig. Der Lachs ist am Start. Na, ich hab nicht viel. Ja, der hat Spaß. Wie, wann weiß man denn, wann der kugelt, wann der springt? Wir sind die Coolsten, wenn wir kugeln. Oh. Alter, der ist krass. Der ist echt krass. Lachs! Der ist einfach zu krass, der Lachs. Das ist der Oberlachs. Na komm, wenn wir heute die Errungenschaft noch holen, dann wäre gut. Noch eine halbe Stunde hier so. Das wäre okay. Da könnte ich mitarbeiten. Wenn ich nicht die ganze Zeit getroffen werden würde. Ich glaube, Chalice ist echt... Guck mal, ich hätte erstmal das machen müssen und dann die anderen Gegner mit Chalice, weil ich mache ja so viele mit Chalice hier. Lachs! Boah, der Lachs geht mir auf Zeiger, ne? Muss ich ja echt sagen. Ja, Kühlschrank kannst du gerne machen, aber Kühlschrank ist okay. Da komme ich so mit klar. Ist das eigentlich der Schaden, den man machen muss? Damit? Mit dem, für das Supermeter? Jesus. Kommt jetzt. Kannst du bitte mal draufgehen? Dankeschön. Ranger Errungenschaft. Sehr schön. Boah. Das müsste ja sogar ein A-Plus sein, oder? Könnte. Weißt du, erst kommst du gar nicht dran und dann rastet der komplett auf. Ja, komm, Supermeter nicht ganz. Okay. Ist ein A, ne? Ja, ist ein A. Okay. Reicht aber vollkommen. Easy. Okay. Ja, Flazy ist ja immer noch, ist er immer noch Mickey Mouse. Echt? Scheiße. Gut. Ja, kannst du mich auf 360 runterstellen, aber ich denke, hier ist das nicht so wichtig. Boah, und jetzt muss ich einen Boss auf extrem, auf Expert schaffen oder was? Und dann auf S-Rang. Boah. Nee, Expert habe ich noch gar keinen, ne? Nee, noch gar nicht. Ja, jetzt den Glückwunsch.
So, was brauchen wir? Gauntlet und S-Rank. Pohoho. Boah, ich wüsste noch nicht mal ansatzweise, wo ich jetzt einen S-Rank holen sollte. Vielleicht bei der S da, aber da ist halt diese Phase am Ende, die ist halt so krass, ne? Puh, mit den Würsten da. Ja, jetzt haben wir nur eine halbe Stunde. Was mach ich denn jetzt? Ja. Ich versuch's. A brawl is truly brewing. And begin! Es wird also ein bisschen schneller hier. Sigi! Shit. Ich muss das erstmal überhaupt auf Expert schaffen und das Rang macht es dann definitiv nicht einfacher. Nicht einfach, Leute, nicht einfach. Wenn ich es noch nicht gesagt habe, dann geht es gerade gar nicht. Das ist ja nirgendwo rein, ne? Ah, aber Gauntlet, ne? Da habe ich so gar keinen Bock drauf. So gar nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist, glaube ich, richtig grausam. Der Chris, der kann das schon so gut, ne? Tresor rein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut für den Kopf. Das scheppert immer so. Scheiße! Schau mal da. Was? Ach nein, komm! Das hat mir jetzt noch was abgezogen. Ach nee, nicht schön. Ich versuche noch ein bisschen und ja, wenn das dann nicht klappt, hier auf Expert zumindest, dann versuche ich gleich nochmal ein bisschen Gauntlet. Leute, guckt euch das Spiel Gauntlet mal an. Das gab es ja schon auf dem C64, auf dem SNES, NES, überall gab es das schon. Super geiles Spiel, das gibt es auf Steam, da habe ich sogar mal ein Review von gemacht auf YouTube. Das ist geil, das ist auch ein super cooles Multiplayer-Spiel. Das ist so ein Dungeon-Crawler, aber so auf lustig gemacht. Und auch ziemlich cool. Macht im Multiplayer richtig Laune. Den Vogel kann man nicht abschießen da oben, ne? Leider nicht.
Ja, sicher! Ich bin doch noch gar nicht da! Ah, shit. Ich müsste viel mehr im Tiny Mode arbeiten. Ich weiß das, aber ich habe da echt Probleme mit. Weil ich muss dann die Taste loslassen und dann verliere ich kurz die Kontrolle. Weil ich, der Hulk. Scheiße. Gorn ist ein Klassiker. Guck mal, Lycra kennt ihn. Kennst du es denn auch auf Steam? Also ich hab's sehr cool in Erinnerung. Also ich hab's gut gesuchtet auch. Mit Divini auch schon mal Multiplayer gespielt und so. Das hat echt Laune gemacht. So Next Generation Gauntlet, aber cool. Wie gesagt, so ein schöner Humor noch mit dabei, so. Was ja im Originalspiel jetzt nicht unbedingt so war. Aber jetzt nicht so viel Humor, aber schon gut. Ich möchte jetzt hier kein S-Rang. Ich meine, wäre schön, wenn es funktioniert, aber ich würde erstmal gerne überleben. Aber insofern sollte ich mal gucken, dass ich direkt nicht schon am Anfang getroffen werde. Das ist, das könnte helfen. Ich muss das auf jeden Fall mit dem Tiny Mode. Ich muss das machen, sonst funktioniert es nicht. Leider nicht. Ich renn rein und ich renne die ganze Zeit rein. Nee, ich kenn's auf den alten Systemen, wie C64, Amiga, Nintendo. Ja. Also da habe ich auch schon, ich glaube, mit 6-7 gezockt oder so. Ist schon ein bisschen her. Aber so alt ist das Spiel im Prinzip schon. Sehr, sehr geil. Ich mach mir Sorgen um den Biernachschub. Was hat mich denn jetzt nach dem Kasten und dem anderen Kasten bleibt nur noch ein Kasten übrig. Ja, hallo. Sicher. Ich bin Barney Fife. Ist so krass, wie man die Leute so an den Sound kennt. Ja, ich rede von einer Ladung Bier. Ich dachte gerade Tekken 7. Da haben wir mal wieder Bock drauf und es müssen Differenzen. Habe ich nie gezockt so. Mister Mihailo habe ich jetzt gelernt. Ach fuck, ich grüße dich. Hey, Tekken habe ich nie so gezockt. Also Street Fighter 2, ja. Aber auch Mortal Kombat eigentlich nicht, ne? Tekken sowieso nicht? Keine Ahnung. Nie so Berührung mit gehabt. Okay, was ist denn mit dem aktuellen Street Fighter? Keine Ahnung, 5, 7, 12. Ist das auch was für dich? Also da gibt's ja auch richtig kompetitive Matches. Also auch mit keine Ahnung, hier Weltmeisterschaften und so ein Scheiß. Das ist ja echt der Wahnsinn. Mensch, cool, jetzt geh doch mal drauf. Oh, ich werd Wahnsinn. Ah, Hauptsache trifft mich noch. Sehr schön. Ja, komm, mach sie Kuh. Die ist ja nicht so schwer. Vielleicht geht die auf Expert. Ja, nee. geht geiler. Tekken-Steuerung einfach seit PS1 gleich. Auch Kombo ist das voll nämlich. Okay, dann ist das. Müsste doch auf jeden Fall easy. Das heißt, wird nur die Grafik besser, aber Steuerung und so bleibt alles. Das ist gut. S-Rang jetzt mal ohne Spaß. Was glauben die denn? Was haben die denn geraucht? Also nichts Gutes. Ganz krasses Zeug, glaube ich. Das Gute ist, mir fehlen jetzt nur noch zwei Errungenschaften. Aber die haben es in sich. Machen wir nochmal einen Durchlauf hier und dann versuche ich mal Gauntlet. Noch ein Durchlauf. Tekken habe ich mit einem Kollegen so durchgesucht. Ist.
Muss man eigentlich das Haus treffen oder ist es. Oder muss man immer explizit die Kuh treffen? Weil die Dinger, die gehen ja überall dran da, wie ich so sehe. Also hier die Damage Marks, wenn man die so bezeichnen möchte. Diese Phase. Nein! Hätte ich gut gebrauchen können. Shit. Gute Schnitzel. Ach nein! Nein, 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 nein. Nein, ich wollte eine Attacke machen. Ich wollte eine Attacke machen und habe deswegen nicht auf Tiny gedrückt. Ey, es ist so beschissen. Street Fighter war letztes Mal auf SNES. Die Neuren sind so übertrieben mit den Kombos und Superangriffen. Da bricht man sich den Finger. Viel Spaß, kann ich mir vorstellen, ne? War gar nicht mit das, was wir gezockt haben. Ich glaube schon, ja, ich glaube, das haben wir mal gezockt, wo man nicht auf die aufs Essen ballern darf. Wo man dieses Hähnchen, wo die sich mal aufregen, so, jetzt hab ich schon mal aufs Essen geschossen. ja, ich glaube, das haben wir gezockt. Ich glaube, die letzte Phase geht, wenn man da vernünftig reinkommt. Scheiße. Das geht irgendwie, aber nicht auf S-Rang, ey, das kannst du haken. Mich doch echt. Aber das konnte man zu dritt zocken. Ich glaube, das kannst du auch zu viert sogar zocken. Und das macht richtig Laune. Mist. Das mit dem Reinsaugen geht so noch. Nein, ich hab's pariert und es hat mich trotzdem getroffen. Ach komm. Is nicht your serious. Nein! Nein, 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 nein! Shit. Kannst du da oben gar nicht getroffen werden, wenn du Tiny bist? Shit, aber da kann sie getroffen werden. Ich glaube nicht. Oh, Junge, 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 jetzt reiß dich zusammen und konzentrier dich mal ein bisschen mehr. Ich mache nicht den Tiny Mode. Wieso mache ich's nicht? Das ist so blöd von mir, ne? Scheiße. Ich weiß, dass ich's machen muss, aber irgendwie. Ah, nee, da kommst du schon so durch. Ja, scheiße, kommst du da so durch. Da kommst du eben nicht so durch. Das ist das Problem. Wenn ich mal ein bisschen mehr HP da oben reinkomme, in die letzte Phase kommen würde, dann wird das okay, glaube ich.
Ach, du Kacku, lass mich doch mal in Ruhe hier. Ach Scheiße. Schon wieder treffen lassen hier. Ach komm, ich lass mich schon wieder treffen, das gibt es nicht. Oh, jetzt Tiny Mode, aber mit einem HP. Da hilft, glaube ich, nicht mal der Tiny Mode. Er hat den Tiny Mode nicht gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Ey, ich drück hier drauf und dann macht's nicht. So ein Kack. Aber das geht, das geht. Ich glaube, also das Ding auf Expert sollte eigentlich möglich sein. Ich will es ja nur schaffen erstmal. Scheiße. Wenn ich nicht überall reinfliegen würde. Alter. Ui, das war knapp. Das war sehr knapp. Shit. Ja, wenn die Würste kommen, dann hilft es da oben auch nicht. Das ist das Problem. Junge, Tiny Mode. Tiny Mode. Tiny Mode oder gar nichts. So. Einmal rein. Das ist für die Superwaffe. Boah, ja, das ging aber jetzt nicht anders. Jetzt nicht unbedingt einfacher hier, muss ich sagen. Yes, boah, zumindest habe ich den mal auf Expert schon mal. Boah, alter Schwede. Thanks for the GGs. Ja, das gibt keinen Zeitbonus. Leider nicht. B plus. B plus ist kein S-Rang. Leider nicht. Ja, S-Rang. Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich muss erstmal alle auf Expert machen und dann überlege ich mal, wie ich das mache. Komm, wo ist das Gauntlet? Ich muss es ja nochmal versuchen. Boah, jetzt haben wir 10 Minuten, das gibt eh nichts. Wo ist denn das? Da kann ich mich schon mal so ein bisschen dran gewöhnen. Muss doch irgendwo mal so eine Leiter runterkommen hier. Hallo? Hier gibt's keine Leiter. Ah, hier. Okay. So. Willkommen zurück. Wen fordert ihr heraus? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die Herausforderung ist das dann, oder wie heißt das? Allen Herausforderungen nach der Reihe stellen, genau.
Nu? Okay, sparen wir da eins. First try, Junge. Ja, fast. Das will ich sehen, ne? Ja. Ach, scheiße. Die kommen ja immer in meine Richtung. Ne? Da musst du aufpassen. Guck mal, hier war doch First Try jetzt fast komplett gauntless. Ist so easy. Ah, komm's. Je nachdem, wie die runterkommen. Ne? Kann einfach sein, kann aber auch schwer sein. Pferd, ne? Der Chris kann das jetzt so gut. Richtig krass. Ich muss da jetzt erstmal richtig üben, glaube ich. Ja, dafür braucht er mir kein GG geben hier. Ja, guck. Müssen wir mal gucken, was das Vieh macht. Also man muss da immer, also ich habe beim Chris gelernt, man muss immer nah dranbleiben. Nur dann macht er irgendwas. Bist du auch, wenn der rüber rast, raste dann auch immer da rein, ne? Das fand ich auch schon krass. Ja, komm her! Dann mach aber auch hier. Das hier zum Beispiel, ne? Da rast der Chris richtig rein. Ich glaube, das mache ich erstmal anders. Dafür bin ich noch zu ungeübt da drin. Wobei, das war cool. So macht der Christus auch immer. Es ist halt, dass du 20 Treffer brauchst bei dem Vieh, ne? Das ist halt so krass. Und wenn du einmal stirbst, ist ja alles für die Tonne, ne? Schon mal. Hab ich den jetzt 20 Mal getroffen? Das ist auch risky, was ich da mache. Ja, hab ich gemerkt. Was ist das, der Bischof? Shit! Komm schon! Kommst du jetzt her, Junge? Das gibt's ja wohl nicht. Der Bischof ist auch sehr leicht, aber da hat mir die Konzentration gefehlt, beziehungsweise habe ich nicht mehr ernst genommen, das ist gefährlich, ja, das stimmt allerdings. Boah. Den hier, den finde ich definitiv am schwierigsten. Also den richtig wegzuhauen, ich habe keine Ahnung. Die Funken, die sind einfach zu krass, vor allen Dingen die Frequenz der Funken, die wird irgendwann so heftig.
Scheiße. Es fängt schon wieder an, dass ich es nicht sehe. Das ist ein Problem. Boah, krass. Krass, krass, krass. Alter Schwede. Der ist auch am krassesten, ey. Das sag ich dir. Boah, das ist alles nicht normal. Jesus, Jesus Christus. Ach nein. Ich glaube, dann darfst du gerade nicht angreifen, ne? Auch wenn es verlockend ist. Scheiße, es ist so verlockend. Ich habe aber keine Errungenschaft gekriegt. Halt von mir das größte aller Geschenke, die Bewunderung des Königs. Das ist aber nett. Ah, jetzt ist er. Er kriegt King's Admiration. Puh. Was? Scheiße, es tut mir leid. Alter. Sag ja First Try. Krass. 10 Minuten sind genau das. Jetzt habe ich 3 Minuten, aber in 3 Minuten kriege ich jetzt nicht noch einen S-Rang hin. Thanks for the GGs. Boah, Leute. Krasser Scheiß. Ja, also den S-Rang, den kriege ich jetzt nicht mehr hin. Was ist denn ein einfacher Gegner? Ich wüsste einfach nicht, was ein einfacher Gegner ist. Ist der einfach? Ober-Rammstein-Erdbeben. Hab ich gehört, ja? Hab ich ziemlich gehört. Das ist aber so lang. Nein! Ah, shit. Ach, shit. Kackzwerge da unten. Kenn ich gar nicht. Sind die neu im Expert? Ich weiß, ich hab die Superwaffe, aber die kann ja hier nichts, das ist das Problem. Vielleicht kann ich beim nächsten da was machen. Was, jetzt kommt irgendwas von. Genau, hier. Hier kann ich jetzt benutzen. Ha! Das war ja wohl nix. 2 S-Ranks bekommst du auch noch hin, ne? Nicht ganz. Das werde ich morgen auch nochmal versuchen. Bei uns auf der Schwäbischen Alp am Wochenende Erdbeben, krass. Oh, Rammstein war ja nur Stärke 1,9, das merkst du nicht auch. Nee, ich habe irgendwas von Stärke 4 oder 5 gelesen. Das ist ja schon nicht ohne. Scheiße. Komm, machen wir nochmal neu. Hier musst du einfach Glück haben, ne? Welcher hochgeht. Kannst du, glaube ich, vorher nicht sagen. Der ist weg. Shit.
Hui. Boah, ey, sonst geht's euch aber schon einigermaßen gut. Oder wie sieht das jetzt bei euch aus? Ich frag für einen Freund. Scheiße, ach komm. Aber ich glaube, der könnte noch gehen. Zumindest bis der Fall. Ich weiß nicht, was kommt denn danach? Danach kommt doch das in den Bauch, ne? Das fand ich eigentlich immer relativ einfach. Ja, was willst du denn da machen? Da machst du gar nichts. Da machst du gar nichts. Scheiße. Ach, hau ab. Was war denn da? Ach, komm, einer mal noch. Oberrammstein, Darmstadt, Dieburg, Stärke 1,9. Ja, aber 1,9 ist wirklich nicht so viel. Was? Was hat mich jetzt getroffen? Boah, Glück gehabt. Da musst du Glück, einfach. Da musst du einfach nur Glück haben, ne? Da kannst du sonst nichts machen. Was ist denn das hier? Ah, jetzt wieder nur ein AP hier. Shit. Boah, die haben auch genau auf meine Position geschießt. Da denken wir unter die eine Tür zugehauen, ja. Nein! The Bier! Der kann ich gar nicht treffen hier, interessant. Aber was hätte ich jetzt machen sollen hier? Keine Chance. Nein, komm schon! Oh, das gibt's doch nicht. Was, jetzt bin ich einmal gut drin. Ich möchte ihn natürlich jetzt auch kaputt machen, ne? Das ist das Problem. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Noch ein bisschen mehr Zeit hätten jetzt. Ich, du Bär. Und dann springst du auf den komischen Zipfelmützenvogel da drauf. Nein! Ah! Falsche Taste gedrückt. Das letzte große Erdbeben in Schweden war 1978 mit 5,7. Das war echt viel. 5,7 ist schon ordentlich. Was hat mich da getroffen? Das trifft mich die ganze Zeit. Ich sehe da gar nichts. Ich habe genug Zeit. Ja, ich muss aber früh raus morgen. Das ist mein Problem. Ich habe gesagt, ich mache nur noch den Cuphead-Stream.
Irgendwann wird's aber auch too much. Ah, ich hätte mal parieren sollen. Hab ich aber nicht. Ach. Gut. Einmal geht noch. Einmal geht noch. Einmal geht noch. So ein Game ist das, ja. Nein! Das zählt ja nicht. Ich bin ja da reingesprochen. Das ist nicht zählen. Nein. Boah, Schwein gehabt. Ach komm! Wenn ich dashen wollte, bin ich rein. Ach komm, einmal geht noch, das zählt jetzt nicht. Das war unfair. Das hat keiner gesehen. Schauen Sie ein paar Stunden drauf. Ja, komm. Easy gut. Sind ja heute, haben wir gut Progress gemacht. Also eine Trophäe fehlt noch zum perfekten Game. Der S-Rang. Alter Schwede. Der wird heftig. Wie viel an Prozent habe ich denn? Schauen wir mal. Ich habe übrigens den ersten Teil von Cuphead auch bei mir auf YouTube hochgeladen und den werde ich auch hochladen. 57%. Also da muss ich noch ein bisschen was machen. Sehr nice Progress, würde ich auch sagen. Kann man machen, ja. So. Können wir nochmal gucken. Also, 41 von 42, 97%. Es fehlt noch Get an S-Rank on Stage auf Inkwell Isle 4. 0,4% haben das nur. Guck mal hier, das Gauntlet-Ding haben 0,6, aber A-Rang auf allen Bossen nur 0,5. Das heißt, krass, theoretisch ist das sogar schwieriger. Oder die 9 HP sind 0,4 sogar noch. Das ist sogar noch schwieriger. Ich glaube, das ist das Schwierigste. Kann das sein? 0,4? Ja, tatsächlich. Die 9 HP, das Harty, die Harty-Trophäe, haben die wenigsten Leute. Das ist schon krass. S-Rank, auf jeden Fall. So. Ja, ihr lieben Leute, das muss ich mal gucken. Funktioniert denn jetzt hier mein Online-Streamer-Modus? Ja, der funktioniert sogar. Und die Theo ist online. Ja, komm, dann gehen wir rüber zum Theo, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Das ist doch mal eine gute Sache. Leute, hat Laune gemacht. Wir sehen uns morgen. Morgen ist? Heute ist Dienstag oder Montag? Heute ist Dienstag. Leute, ich bin schon komplett verwirrt. Das macht die Hitze, die macht mich kaputt in der Birne. Genau, morgen Divini am Start um 17 Uhr und danach dann wieder der hieß Mr. Milanese. Vielen Dank, The Fuchs. Ja, erstmal ab zum Fuchs. Da müssen wir definitiv hin. Leute, kommt gut ins Bett. Wir sehen uns morgen bei den beiden. Und bei mir fällt Freitag der Stream leider aus. Das ist momentan so, es tut mir sehr leid. Aber danach, die Woche, bin ich, glaube ich, wieder voll da. Da sehe ich jetzt momentan erstmal gar nichts mehr, wo was ausfallen würde. Das ist schon die gute Nachricht dazu. Genau, Simon der Schnorrer, kommen wir morgen. Top Point and Click, Klassiker. Habe ich leider nie gespielt, deswegen freue ich mich sehr drauf, das morgen mal zu sehen. Und ja, schlaft schön, wir sehen uns und adieu zusammen. Und grüßt mir den Theo, der Fuchs.